Gravomus ist ein Pokémon mit dem Typen Normal, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Krakelo, welches sich selbst aus Flurmel entwickelt. Gravomus ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das hauptsächlich blau-grau gefärbt ist. Die Enden seiner Hörkanäle auf Kopf und Schwänzen sowie zwei Streife auf dem Bauch und vier auf dem Rücken sind gelb. Das Pokémon hat einen stämmigen Körperbau, auf dem Kopf wachsen sieben längliche Hörkanäle wie ein Kranz in einer Reihe. Die beiden Augen im Gesicht bestehen aus roter Lederhaut und kleinen schwarzen und länglichen Pupillen. Das große Maul dominiert die Erscheinung des Gesichtes, es sticht dabei besonders hervor, da es im geöffneten Zustand fast den Boden erreicht. Es hat eine rechteckige Gestalt und in den Ecken ist hier ein großer, jedoch abgerundeter Zahn zu sehen. Die Arme sind sehr schmächtig, an den Knien wie auch auf dem Rücken sind weitere kurze Hörkanäle angebracht. Das Pokémon steht auf kurzen, kräftigen Beinen mit krallenbesetzten Füßen. Und schließlich besitzt es zwei gleich lange Schwänze, die bei näherer Betrachtung ebenfalls Hörkanäle darstellen. In der Shiny-Form ist der sonst blau-graue gefärbte Körper hellviolett gefärbt. Gravomus ist ein eher langsames, aber relativ robustes und schlagkräftiges Pokémon. Das Kracht-Pokémon rückt Feinden mit Attacken wie Fund oder Stampfer zur Leibe und prägt bei seiner Entwicklung ein riesiges Gebiss aus, was sich in der Attacke Knirscher sowie verschiedenen Bissattacken wie Eis- oder Donnerzahn niederschlägt. Gravomus ist jedoch vor allem für die immens lauten Schreie bekannt, die es ausstoßen kann. Sein mächtiges Brüllen ist auch in 10 Kilometern Entfernung zu vernehmen und es löst dadurch sogar grollende Erdbeben aus. Gravomus setzt seine Stimme sehr vielfältig ein und kann das Gegenüber mittels Jauler, Kreideschrei oder Superschall beeinträchtigen oder ihnen mit Widerhall, Aufruhr oder Synchrolärm großen Schaden zufügen. Die gigantische Kraft schlägt sich vor allem in den Attacken Hyperstrahl und Überschallknall nieder. Neben Brüller, mit dem es andere mit lautem Geschrei verjagt, ist es gleichzeitig vor geräuschbasierten Attacken anderer Pokémon geschützt, was sich in seiner Fähigkeit Lärmschutz widerspiegelt. Bei selteneren Exemplaren zeigt sich das aggressive Wesen in der versteckten Fähigkeit Raufrüste, durch die es auch Geister-Pokémon mit Normalattacken angreifen kann. Gravomus ist wie seine gesamte Entwicklungsfamilie in bergigen Gerölllandschaften zu Hause. Steht sein Gebrüll kurz bevor, kann man es dabei beobachten, durch die Vielzahl seiner orgelpfeifenartigen Körperöffnungen Luft anzusaugen. Jedoch erhebt es sein Gebrüll nur im Kampf. Die Vielzahl geräuschproduzierender Organe im Innern seines Körpers ermöglichen ihm das Ausstoßen von Pfeiftönen verschiedenster Tonlagen und Lautstärken, über die es mit Artgenossen kommuniziert. Da bis Gravomus der dritte Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe entwickelt sich aus Krakelo, das sich selbst aus Flurmel entwickelt. Bei der Entwicklung wandelt sich die rosafarbene Körperfarbe zu einem blassen Violett. Das Pokémon wächst und sämtliche Extremitäten wie auch Gesichtszüge werden weiter ausgebildet. Die fleischigen Ohren verändern sich zu Auswüchsen, welche an Lautsprecher erinnern. Statt den vier kleinen Schlitzen, welche die Augen darstellen, sind nach der ersten Entwicklung richtige Augen zu sehen. Das Maul wird überproportional groß und ist mit vier Eckzähnen versehen. Es verleiht Krakelo die Fähigkeit, so laut zu brüllen, dass ein Holzhaus zum Einstürzen gebracht werden kann. Durch die Entwicklung von Krakelo zu Gravomus formen sich die runden Ohren zu sieben röhrenförmigen gelb abgesetzten Auswüchsen um. Gravomus entwickelt ein so großes Maul, dass es nur aus Gesicht und Extremitäten zu bestehen scheint. Durch das gigantische Maul kann das Pokémon schließlich ein so lautes Geheul ausstoßen, dass es sogar in 10 Kilometern Entfernung hörbar ist. In den Spielen wird dabei die Entwicklung von Flumme zu Krakelo auf Level 20 und von Krakelo zu Gravomus auf Level 40 ausgelöst. Und mit seinem Typen Normal ist es immun gegen Geistattacken, den doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.